Ja, Leute, herzlich willkommen zu etwas ganz Besonderem, denn ja, Leute, euch gefallen die Anime-Duelle mit CK Phoenix zusammen. Und da habe ich mir gedacht, warum nicht mal wirklich Anime-Duelle nachspielen? Also 1:1, wie sie in Anime vorgekommen sind. Bedeutet also, Legacy of the Duelist ist in the house. Link Evolution, das Ganze. Und wir sehen hier gleich Red Archfiend, sehr nice Synchro-Monster. Aber wir wollen hier anfangen ganz bei Null an. Wir fangen an bei wirklich normal Monster mit keinem Effekt. Wir fangen mit dem Anime an. Und ich dachte, das könnte euch gefallen, weil Anime-Duelle eben so gut auf diesen Kanal ankommen. Ja, und von daher könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon ganz haltet. Ich setze hier meine Kopfhörer auf. Und wir gehen hier rein. Einzelspieler, natürlich Kampagne. Yu-Gi-Oh! So, und hier spielen wir den Anime 1:1 nach. Wichtig! Es kann durchaus sein, dass hier Karten drin sind, die irgendwie doch nicht im Anime gespielt worden sind oder nur im Manga gespielt worden sind oder ähnliches. Das kann natürlich sein, aber was hier ist, ihr seht, ich habe hier gefühlt schon gespielt. Jetzt sagt ihr euch, ha, du hast ja heimlich gespielt. Nein, ich habe vor ganz, ganz langer Zeit, ich weiß nicht, 3 Jahren oder so, habe ich das Ganze mal im Stream gespielt. Aber ich dachte, ist egal, wir spielen das Ganze nochmal von vorne und wir sind auch nicht weit gekommen. Wir haben nicht mal GX durchgespielt. Bedeutet also, wir fangen ganz von vorne an, Königreich der Duellanten. Und hier haben wir erstmal, ja, ganz am Anfang brauchen wir, glaube ich, die Geschichte nicht erzählen. Es ist Joey Ter und hier wird auch direkt geladen. So sieht es nämlich aus. Da bin ich mal gespannt. Müssen wir jetzt hier das Tutorial erstmal starten, oder wie? Wie war das denn hier? Erstmal auch cool, Maus. Okay. Lass uns lernen. Nein! Nein! Ja, okay. Okay, lernen wir. Dürfen wir dann auch gleich weiterspielen? Ja. Okay. Warte, was? Also, so geht die dann face. Ja, mit Maus. Ich spiele das Ganze mit Maus. Am PC. Leute, ja, Spiel kann man auch am PC spielen. Auf Steam gibt es das Ganze. Ja, der Gegner fängt an. Ah, jetzt wird einer noch Demon Step erklärt. Ja, Leute, Demon Step ist halt so, ne? Verteidigung und Angriffspunkte werden verglichen. Und wenn die mehr sind, gibt es halt Lebenspunkte Schaden. Ich hoffe, das ganze Tutorial ist jetzt hier nicht so. Du kannst angreifen. Ja! Meine Güte, ey. Okay, wir normal beschwören. Wir fangen an. Wir sollen auch setzen. Ach, Digi, komm, ist doch jetzt nicht dein Ernst hier. So, und jetzt? Sollen wir beschwören? Ist egal was? Ah, wir müssen Tribut beschwören? Boah, wir müssen Tribut. Nee. Hä? Was ist dein Auftrag? Beschwören. Geht nicht. Beschwören. Geht nicht. Beschwören. Geht nicht. Wir müssen echt eine Angriffsposition machen. Oh, hurra! Jetzt sollen wir angreifen. Warum sollen wir... Hä, was soll ich denn machen? Spiel, warte. Wähle. Ach, den Hund jetzt. Okay. Ja, lesen. Ne, Leute, lesen. Yu-Gi-Spieler. Lesen braucht man nicht. So, jetzt wollen wir in die Battleface gehen. So ein Ding nämlich. So. Ja, während der Battle Phase hier Angriff. So, bumm. Ah, schöne Sounds. Ich liebe Sounds. Angriff direkt. Ich glaube, Joey kann faktisch gar nicht gewinnen, oder? So, Endphase hier. So, dürfen wir auch selber spielen? Oder wird uns jetzt hier alles weiter erklärt? Ich meine, wir haben es jetzt verstanden, wie es funktioniert, das Spiel. Guck mal, er setzt ein Monster. Krass. Zug ändern. Wir sind dran. So. Bisher alles easy. So. Joey hat keine Chance. Lass ihn jetzt... Okay, ja. Okay, wir beschwören jetzt. Beschwören? Ja, er möchte Monster... Ja. Hä? Ja! Ich muss den Hund nehmen. Macht gar keinen Sinn. Klar, wir haben Cold Buy, aber wir müssen den Hund nicht. So, da ist er da. Jetzt können wir die Fallengarde aktivieren. Ja, das Spiel zeigt uns auch alles hier. Also... was ist jetzt denn hier? Achso, wähle ihn. Was? Effekt aktivieren? Ah, okay. Okay, fair. Lesen. Also, ja, Tutorials und ich sind nicht Freunde. Möchte den Effekt aktivieren? Ja, möchte meine Fallenkarte aktivieren. Ho, ich darf's! Fallenkarte? Da kommt der Hund! Alter, zu viele Fenster hier! Möchte eine weitere Kette? Nein. Ja? Okay, ich möchte. Ich möchte auch mein Wildschwein aktivieren. Wildstein! So, ich wähle den Dicken hier. Oh, eine Kette. Die erste Kette im Spiel. Oh! So, und jetzt? Bereit zum Angriff. Ja, achso, nee, wir müssen erst in Battleface gehen. Macht Sinn. Angriff! Wahrscheinlich ist Game, oder? Ey, wenn das jetzt nicht genau Game ist, bin ich sauer. Das muss doch exakt aufgehen, oder? Ja, danke, Spiel. Ey, Spiel ist schön. So, haben wir es jetzt hier? Perfekt, gewonnen. Alter, die Mucke, die wir hören wollen. Was haben wir hier gewonnen? Was? Soll fertig sein? So, okay, wir kriegen ja Preise. Fair. Was jetzt denn? Nein, wir wollen hier weg jetzt. Hallo, Ben. Okay.
So, jetzt hier. Warte. Wähle ein historisches Duell. Spiel das normale Duell. Okay, jetzt hier. Wähle ein historisches Duell. Okay, okay. Okay, so. Jetzt sind wir in der Story, Leute. Oh, wie süß. Eine Schildkröte. Also, wir sind in der Story. Yugi. Opa ist da. Der ein Blue Eyes hat. Find's auch geil, ne? Also, der Blue Eyes ist ultra selten. Und er hat den einfach in so einen Laden ohne Tresor und so, ne? Einfach in so einen Koffer. Ja, ich hab den Blue Eyes, ja. Nein, ich will den. Nein, doch, nein. Oh, wo sind sie? Haha, ich werde ihn besiegen. Haha. Ja, okay, also die erste Story am Anfang. Ich muss zugeben, falls das Ganze hier, falls das Ganze gut ankommt und falls wir wirklich weiterspielen. Ich kenne irgendwann die Animes nicht mehr. Wir müssen die Story da lesen. Aber hier, Leute, ja, komm, Kaiba. Oh, Yugi wird sauer. So, Geschichte-Decks. So ein Ding nämlich. Jetzt, Yugi gegen Kaiba. Wir müssen eine Exodia gewinnen. Okay, Schere, Stein, Papier. So war es in Anime auch, man kennt's. Man saß da erstmal. Stein! Ah, okay, dann halt nicht. Achso, er sucht aus. Macht der zufällig? War das gerade ein Zufallsgenerator, der da drin ist? Egal, wir fangen an. Oh, ich sehe gerade hier. Ganz schön laut. So, Spiel fortsetzen. Ha! Topfding hier! Raigeki! Einfach OP. Doch bevor es jetzt hier mit dem epischen Duell weitergeht, müssen wir hier einmal kurz Werbung machen. Und zwar für meinen Sponsor BL Yu-Gi-Oh! Shop. Denn dort gibt es all möglichen Karten. Sei es Einzelkarten, aber auch Displays oder Booster. Und das Besondere natürlich ist, wenn ihr für 20 Euro was bestellt bei ihm, dann bekommt ihr versandkostenfrei. Was schon mal ziemlich nice ist. Und natürlich, wie immer, wenn ihr dort öfter kauft, bekommt ihr Rabatte. Bedeutet am Ende ist man sogar günstiger als eben andere. Was natürlich super ist. Also, falls ihr mich unterstützen wollt, schaut mal bei BA Yu-Gi-Oh! Shop vorbei. Dort gibt es, wie gesagt, ganz viel um Yu-Gi-Oh! Original verpackte Produkte, also eben Neuerscheinungen, ähnliches, aber auch Einzelkarten. Aber falls ihr sagt, ey, ich habe keinen Bock gerade auf Yu-Gi, kein Problem, denn Pokémon ist auch möglich, Star Wars, natürlich auch Digimon gibt es dort zu kaufen, aber auch One Piece, darf man nicht vergessen, aber natürlich auch Magic, die Klassiker, Disney, Locana, Flash and Blood ebenfalls und natürlich Dragon Ball. Also Leute, falls ihr was braucht und mich unterstützen wollt, schaut mal vorbei bei meinem Sponsor BL Yu-Gi-Oh! Shop. Ist auch in der Infobox verlinkt. Geht mal drauf, schnuppert da ein bisschen rum und vielleicht findet ihr etwas und dann könnt ihr natürlich etwas kaufen. Würde mir auf jeden Fall sehr helfen. Und jetzt geht's weiter mit dem Duell. Was jetzt? Ach, wir fangen an. Okay, wir fangen an. Topf der Gier. Snatch. Broken. Aktivier Herz des Unterlegenen. Und dann setzen wir den. Und dann setzen wir den. Ich finde es aber übelst amüsant. Außer das geht jetzt. Ich weiß nicht. Ich glaube, es geht nach Regeln hier, ne? Hier müssen wir Trupp beschwören. Warum dürfen wir hier nicht die Anime-Regel anwenden, dass man einfach jedes Monster beschwören darf? Er natürlich auch drauf, der Gier. Selbstverständlich. Ja, er hat natürlich den Kampf wachsen. Nein, ist eigentlich egal. Nein, möchte nichts machen. Gott, fragt er mich jetzt mal. Nein! So ein Ding nämlich. Schaden für dich. Standfester Verteidiger. Versuche mit Verteidigung Schaden. Nein, ich möchte nichts aktivieren. So, jetzt ziehen wir. Ey, Leute, wir wollen Exodia haben, ne? Einfach das Schlechteste. Einfach das Schlechteste. Einfach den Kopf gezogen. So, ne, wir können ja nicht Tribut beschwören. Ja, komm, dann passen wir einfach. So ein Ding ist das. Also, wir können Snatch machen und so. Wir können Snatch machen, den übernehmen. Dann... Wir wollen Exodia gewinnen, Leute. Leute, das erste Duell darf nur mit Exodia gewonnen werden. Okay, ersetzt. Also ich vermute mal, dass da ein weißer Drache gleich kommt. Aber es ist ja zufällig. Ja, wir dürfen ziehen. Hallo. Nein. Ja. Also wenn so das Duell wäre, wäre es schon lustig. Weil Kaiba so sagt, nein, da gibt's nichts. So, okay, Schwerter. Das ist ja easy. Das gibt uns erstmal hier 3 Züge. Aber wenn der Blue Eyes gleich kommt. Oha, lol. Einfach die Mauer. So, und wir setzen. So. Leute, hier klassisch Oldschool Yu-Gi-Oh! Also, das ist wie Anime-Duelle wirklich. Also, wow, es ist ein Anime-Duell. Also, ja, das war jetzt schlau von mir. Aber ich meine, es ist halt wirklich hier Oldschool. Okay, er beschwört keinen weißen Drachen. Oh, Runde 1! Oh, nochmal. Ja, komm rein da. Aktivieren wir. So, wir machen gleich Raigeki einfach. Und dann ist das Feld auch kein Problem mehr. Aber wir haben mit Schwertern noch Zeit, also dementsprechend brauchen wir hier nichts machen. Wir können erstmal ganz entspannt hier ruhig sein. Ja, setz noch eine Karte. Also, das Ding ist, hätte... Raigeki? Spielt Yugi überhaupt Raigeki? Warum haben wir die hier drin? Ja! Hallo, ich möchte ziehen. Ja! So, wir gewinnen jetzt einfach.
Ich sag's euch, das wird's jetzt einfach. Einfach nichts aktivieren. Boah, eine Kette wieder. Reborn. Ein normales Monster. Ja! Nummer 1. Wir gewinnen jetzt einfach jetzt. Das ist schon der letzte Zug, sag ich euch. Was? Der Effekt von Netz unterlegen, aktivieren. Achso, nein. Das vernervt. Das muss ich, glaube ich. Oh, Silberfang. Ja! Okay, wir schaffen es heute. Ey, uns fehlen nur noch, uns fehlen noch 3 Teile. Es wird ja wohl machbar sein hier. Wir spielen noch gefühlt, wir haben noch alle Spells gefühlt gezogen schon. Kette! Draw! Draw! Verdammt. Ah, okay, dann gewinnen wir doch noch nicht diesen Zug. Aktivieren erstmal Gilligander Volt hier drin. Wir haben zu viel Landkarten. Ah! 2 Exodia-Teile. Silberfang kann weg. Und er kann weg. So, jetzt müssen wir hier Karten loswerden. Das aktivieren wir nämlich rein. Gigi! Oh. Stark. Mensch, Kaiba, du bist ja der beste Spieler der Welt. Warum spielen wir nicht mit 4000? Also, wir sollen hier die Anime-Duelle nachspielen. Aber. War ja echt gar nichts. Aber wir haben nicht die Anime-Duelle. Das finde ich jetzt ein bisschen schade, weil wir es beschwören können. Was? Da? Hallo, Spiel! Maus ist zu empfindlich eingesteckt gefühlt. 2 Tributmonster. Tribut 1, Tribut 2. Und wir beschwören. Also, erst auswählen. Oh, den dunklen Magier! So ein Ding ist das nämlich. Und jetzt gehen wir auch mal auf Tuchfühlung, ne? Also wir können auch mal auf Tuchfühlung gehen. Mir egal, ob wir mit Exodia gewinnen wollen, wir wollen trotzdem auch angreifen. Okay, er sagt nein. Er sagt nein. Verdammt, mein Fest 2. Wir müssen so viel discarden. Komplett Minus. Boah, reviven jetzt was? Lohnt halt nicht. Nein, wir gehen einfach in die Endphase und discarden. Das ist okay. Guck mal, wir discarden ihn, wir discarden ihn, wir discarden ihn. Wir müssen noch rein, wir discarden ihn. So, fair. So. So, mein Lieber. Ich habe fast viele gleich viele Karten. Der Jin? Der ist einfach genauso stark wie meiner. Warum? Nein. Nein, deine Schwerter. Nicht meine Schwerter. Zug 11, Leute. Oh. Warum ist das so? Warum will das Spiel mir was sagen? Das Spiel will mir noch was sagen. Der darf nicht angreifen, ne? Der darf seine Position nicht ändern. Ah, ich hätte doch Dings behalten sollen. Egal, wir beschwören jetzt Sangan! Da wir beschleunigen das ganze Spiel hier. Ich habe echt keinen Bock hier. Battleface. Angriff! So, unser Sangan geht drauf. Perfekt. Wollen zum Bein. Da ist das Bein! So. Er sagte mir, na, Main Phase 2, ja. Nein! So, können wir jetzt aktivieren? Danke. Aktivier Wiedergeburt! Wir holen unseren coolen Sangan wieder. Da ist er wieder. Ah, er möchte gar nichts hinzufügen. Sangan im Verteidigungsmodus. So. Ah, wir haben schon beschworen, stimmt ja. Pass! So, jetzt haben wir eigentlich gewonnen. Sangan, wir haben gewonnen. So ein Ding ist das. Erstes Duell. Ja, komm. Oh ja, die Würgeschlange. Was? Wow. Kann nicht zerstört werden. Haha! Battleface! Oh, wow. Kaiba, das willst du nicht! Okay, komm, wir lassen es zu. Zerstört. Da ist es doch. Was? Spiel fortsetzen. Und Leute, es ist es. Bam! Exodia! Spam. Guck mal, da kann Master Duel sich eine Scheibe abschneiden, ja? Also Animation ist im Master Duel sicker, aber hier greift er an. So, das wünsche ich mir im Master Duel auch. Master Duel kommt einfach so und er greift gar nicht zu Ende an. Naja, so. Überspringen. Beenden. Egal, wir drücken einfach beenden. So! Damit ist, glaube ich, schon... sind wir im Königreich der Duellanten angekommen? Im Königreich der Duellanten. Nee, doch nicht. Erstmal kommt hier... Spielen wir das Duell mit Pegasus? Wie, das wird geskippt? Was? Ja, so schnell. Da sind wir schon im Königreich der Duellanten. So schnell kann es gehen. Wir skippen einfach das Duell mit Pegasus. Also ich meine, for real, ja? Wir haben hier einen Story-Modus. Wir können alle Duelle nachspielen.
Warum macht man nicht so ein Duell gegen Pegasus mit Extrembedingungen? Also wirklich so mit Timer oder so. Das wäre richtig geil. Oder du kannst gar nicht gewinnen oder so. Also irgendwie, das wäre geil. So, jetzt hier, wir sind der Pharao. Ah ne, wir sind Yugi in groß. Wir wollen die Story ja noch nicht spoilern. So, gegen Weave. Geschichtsdeck. Wir spielen immer Geschichtsdeck, Leute. Eigenes Deck wäre zu einfach. Die spielen ja alle nur Vanillas. Wenn wir da jetzt irgendein Combo-Deck spielen, haben die ja gar keine Chance. So, Schere, Stein, Papier. Leute. Der Stein! Alter, ich darf keinen Stein nehmen. Ich verliere immer. Er macht eh random. Okay, spiel als Erster. Von mir aus. Jetzt die Frage. Wie balanced sind die Decks? Oh, 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 okay. Das sieht auch schon mal sehr nach Yugi aus. Boah, wir haben... Ruf! Was hier? Landform! Diggi, Landform! Also, warum? Wir spielen hier auf dem Feld. Guck mal, es ist auf dem Feld. Warum ist hier nicht... Warum ist nicht falsch und aktiv? Warum jetzt so... Nein, noch eine. Komm, übertreib. Ja, was machen wir jetzt? Ja, mit 1-3 angreifen wäre schon anders dumm. Hm, das ist natürlich schwierig. Egal, wir machen so. Setzen. Und wir lassen ihn kommen. Da soll er kommen. Da soll er kommen mit seinen Insekten, hä? Komm doch, Weevil. Komm, los. Zeig, was du kannst. Und Weevil? Digga. Digga. Dein Ernst jetzt? Egal. Man muss es so sehen. Der ist draußen. Der spielt Weevil nie. Nie. Nicht mal im Manga. Alter, aber wie viele Friedhöfe und Dings wollen wir denn haben? Lol, die ist aber schwächer. So, jetzt aber aktivieren wir. Ja, wahrscheinlich zu early. Wahrscheinlich verschwende ich jetzt meine Karten, aber ist mir egal. So, kommt unser Kobold wieder. Der würde sogar reichen, um den Menschenkäfer zu zerstören. Aber! Dann beschwören wir jetzt hier. Ja, Tributbeschwörung. Beschwören wir hier einen Drachenfluch! Den ruft er sogar wirklich im Duell gegen Joey. Genau, gegen Weevil. Ich will immer wieder beim Master Duel so rüberziehen. Geht aber nicht. So, jetzt aber hier. Angriff! Ja, er spielt Equip Spells. Wir zerstören das stärkere Monster. Sicher ist sicher. Wenn er jetzt eh ein Tributmonster ruft, schwierige Situation. Aber wir hatten nur Insektenkönigin, er braucht 2 Tribute. Insektenkönigin braucht ja 2, von daher. Guck, er hat nichts. Er hat nichts. Okay, er hat schon eine verdeckte Karte. Aber das ist ja nicht alles. So. Was haben wir denn hier? Ja, ey, dann gib mir halt Gaia, wenn ihr wollt, dass ich Gaia rufe. Warum denn so viele Fusionskarten? Na, nur angreifen. Battlefield. So, Angriff hier. Ey, der spielt ja wohl nicht sowas wie Spiegelkraft oder so, oder? Oh. Oh. Warum denn? Warum? Er spielt die Karte nicht. Er hat einfach die beste Karte im Deck, die er aber nicht spielt. Oh, er hat kein Monster. Ja, easy. Aha. Spielen wir mit alter Regel oder neuen Regel? Oh. Wir spielen mit neuer Regel. Wir können beides kontrollieren. Fair? So, Mammut! Nein, nicht in Verteidigung. Der 1-4er Beatstick, ne? Mehr nicht. Ist schon sehr schlecht eigentlich hier. So, Angriff. Krass. Alter, ich brauche noch ewig. Allein mit den Beinen. Und der wird ja wahrscheinlich noch ein Monster beschwören. Oh. Oh nein. Ich habe so Angst vor Spiegelkraft, ne? Ihr glaubt es gar nicht. Ich habe so Angst vor Spiegelkraft. Aha! Egal, ich habe Angst vor Spiegelkraft. Reiner! Spiel ich Ödland wirklich nur für den Mammut? Ach nee, im Anime spielt er sogar Teil des Ödlands. Stimmt ja. Angriff. Oh, es geht durch. Ah, er lebt leider noch. Geht durch. Also wenn wir jetzt das Duell verlieren, wäre schon anders peinlich. So 400 Lebenspunkte ist natürlich schon... Ja, da ist schon was, ne? So. Pass. Also wenn... was ist das? Wähle einen Beruf von Totenkopf. Alter, nur Bricks. Machen wir Tributbeschwörung? Nein, wir behalten die Tributen. Wir behalten das. Falls jetzt was kommt hier, können wir dann immer noch Dings. Okay, es war ein Fehler. Ja, ja, ist gut. Es war ein Fehler. Ich hätte das einfach... Oh, das war dumm. Nein! Ja, komm. Elegante Wulti darin. Jetzt fängt er natürlich so an. Was hat er discarded? Ja, nee. Oh, nee. Oh, nee. Ich habe ihn einen Zug zu viel gelassen. Digga, da liegt eine 3-7. Was denn?
Na egal, wir leben noch. Was? Was? Warum? Nein! Hä? Durch welchen Effekt? Okay, wir müssen jetzt... Hä, Gaia bringt ja gar nichts. Wir haben verloren. Nein, wir haben einen Zug zu viel gegeben. Nein, wir haben einen Zug zu viel gegeben. Nein! Warte, was ist das? Zerstöre alle genischen Monster, deren Death kleiner gleich der TK des Monsters sind. Ja, bringt ja auch nichts. Nein! Ja, wir müssen stallen jetzt. Jetzt ist hier Stalling-Time angesagt. Wir müssen... Haben wir ein Out im Deck? Ich weiß nicht mal, ob wir ein Out haben. Oh, hätte ich doch Tribut beschworen. Nein! Hallo, im Anime kommt die Schwächer. Wie schnell er es macht. Übertreib halt. Ich sehe nicht mal, wenn du in die Battleface gehst. Oh, Gaia. Ja, es bringt uns halt nicht viel. So, wir deffen weiter weg. Wir müssen Out auf die Motte haben. Haben wir ein Out? Alter, das Ding hat einmal 4000. Gaia 2,6. Ja, jetzt ganz sehr schön. Greift die KI immer das Erste an. So, was haben wir denn? Cool. Ja gut, wir nehmen Kuribo. Falls wir mal direkt einen Angriff kassieren. So. Wir stallen hier schon voraus. Komm, ich habe ihm gerade Regi im Deck gehabt. Bitte gib mir sowas. Als... Hä? Oh. Ja, es bringt jetzt nicht, den Kuribo zu setzen. Aber wir können gleich... Ja, wir haben natürlich ein Out. Macht des Spiegels. So, komm. Ey, wer jetzt sowas wie schwerer Sturm zieht. Ja, mach. Ist okay. Ja. 1,5 Tributmonster. Ja, komm. Ja. Battleface. Und ich aktiviere die Macht des Spiegels. Oh, das ist befriedigend. Das ist befriedigend. Das ist befriedigend. So. Und jetzt aktivieren wir Fusion. Wir fusionieren unseren Drachenfluch mit unseren Gaia zornigen Ritter. Oh, Soundeffekt. Keine Animation? Das ist schon schlecht. Wow. Das ist ein bisschen unbefriedigend. Aber das wird nicht unbefriedigend. Wir machen, falls er irgendeinen ersten Angriff blocken kann. Battle Phase! Gaia. Benders Duell. Attacke! Nein, Wabuku. Was? Übertreib halt. Dann halt nicht, ey. Ja, jetzt hab ich das stärkste Monster auf dem Feld, hä? Was für Motte, ey. Shit auf Motte. Hä? Judge? Judge? Der spielt mehrere... Warte. Judge? Als ob. Warte. Kartenliste. Topf. Hä? Der steht zweimal elegante Wulte darin. Wie broken. Wie unfair einfach. So, jetzt opfern wir. Warum spielen wir Wilder Kaiser? Die Karte spielt Kaiber. Egal. Wilder Kaiser! So, und der wird das Duell beenden. Hommage an Kaiba, dafür, dass wir Kaiba hier zerstört haben von. Ah, oh, da ist eh Menschenkiefer. Nein, wir greifen erst mit den Stärkeren an. Eine Motte! So, mein Lieber. Bleib in der Battleface. Wilder Kaiser. Attacke! Beendest du! Ja, easy. Ich würde sagen, das hat doch geklappt. Gut. Das heißt, wir haben den Wheeler aus dem Battle City Turnier geschmissen. Und als nächstes muss Joey natürlich gegen Mai ran. Ja, Leute, aber ich würde sagen, das reicht für diese Folge. Ja, ich weiß, am Ende sagen Leute, macht die Folgen länger. Aber das könnt ihr dann jetzt in die Kommentare schreiben. Das war mal ein Test hier von eben Story-Modus, Anime-Duelle. Wirklich Anime-Duelle vom Anime her. Auch wenn sie nicht fünfmal elegante Wohltäter gespielt haben und eben nicht Menschenfresser-Käfer. Aber im Großen und Ganzen soll es natürlich eben Anime-Duelle nennen aus dem Anime. So Leute, jetzt bleibt mir natürlich nichts anderes übrig zu sagen, als ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und wie immer viel Spaß beim Duellieren.